Willkommen zum Tutorium Seiten eines Dreiecks ausrechnen. Dazu habe ich euch mal ein allgemeines Dreieck aufgezeichnet mit den Längen A, B und C und Winkeln Alpha, Beta und Gamma und der Höhe H. Dazu noch ein paar allgemeine Informationen. Alle Winkel ergeben 180 Grad. Es gibt die Sinussätze A durch Sinus Alpha, also A durch Sinus Alpha, B durch Sinus Beta gleich C durch Sinus Gamma. A durch Sinus Alpha, B durch Sinus Beta, C durch Sinus Gamma. Dann gibt es noch die Kosinussätze, die brauchen wir jetzt, um die Längen auszurechnen. A Quadrat gleich B Quadrat plus C Quadrat, also A Quadrat plus die restlichen Längen zum Quadrat. In der Summe minus 2 mal B mal C mal Kosinus Alpha, A Alpha. B Quadrat, das ist gleich wie A Quadrat plus C Quadrat. Minus 2 mal a mal c mal Cosinus Beta. Und c Quadrat ist das gleiche wie a Quadrat plus b Quadrat minus 2ab mal Cosinus Gamma, also der gegenüberliegende Winkel immer. Ja, und jetzt rechnen wir mal eine Seite aus. Ja, wir brauchen jetzt die Seite A und haben gegeben den gegenüberliegenden Winkel 45 Grad und die beiden Seiten c und b. Wir wissen, haben wir den Kosinussatz a Quadrat gleich die gegenüberliegenden Seiten zum Quadrat, also c Quadrat plus b Quadrat minus 2b mal c mal Kosinus Alpha. Ja, jetzt setzen wir einfach alles nur ein. A Quadrat gleich, also c Quadrat sind 6 zum Quadrat plus 7 zum Quadrat minus 2 mal 7 mal 6 mal Cosinus 45 Grad. Das tippen wir jetzt einfach alles in den Taschenrechner ein und erhalten eine Länge von 52,60, also gerundet. Wie wir wissen, ist ja Cosinus von 45 Grad das gleiche wie 1,5 mal Wurzel 2. Ne? Deshalb ergibt sich hier kein ganzer Wert, deshalb müssen wir das alles runden. Und das wäre jetzt a Quadrat. Müssen wir diese Länge a ausrechnen, dann müssen wir die Wurzel aus dieser Zahl ziehen. Das heißt, am besten behalten wir dieses noch nicht gerundete Ergebnis in unserem Taschenrechner und tippen das dann wieder unter die Wurzel ein. Und das ergibt dann bei mir den Wert 5,06 Längeneinheiten. Ja. So, jetzt haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck, ganz einfach kurz skizziert, mit dem Winkel Gamma gleich 90 Grad und den Längen A, B und C. Ein rechtwinkliges Dreieck ist eigentlich noch einfacher, die Seiten auszurechnen, da wir ja wissen, dass Cosinus von 90 Grad 0 ist. Das können wir natürlich nochmal hier am Taschenrechner beweisen. Cosinus von 90 Grad ist 0. Das heißt, bei uns fällt beim Kosinussatz der Rest weg, also minus 2ab mal Kosinus Gamma ist ja 0. Das heißt, wir haben die einfache Formel, dass c Quadrat gleich a Quadrat plus b Quadrat ist. Das können wir vielleicht noch umformen, das heißt, a Quadrat wäre dann c Quadrat minus b Quadrat und b Quadrat wäre c Quadrat minus a Quadrat. Das heißt, wenn wir jetzt hier jetzt eine Länge ausrechnen müssten, brauchen wir diese zwei Winkel gar nicht mehr. Das heißt, wir rechnen zum Beispiel jetzt c Quadrat aus für die Längen 6 und 10 zum Beispiel. Das heißt, wir haben 6 Quadrat plus 10 Quadrat und davon die Wurzel. Habe ich hier jetzt mal nicht gerundet, 2 Wurzel 34. Und dann rechnen wir jetzt halt noch eine der anderen zwei Seiten. Ne, die anderen Seiten haben wir jetzt gegeben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel c haben und b gegeben haben, können wir auch a ausrechnen, einfach c Quadrat minus b Quadrat. Das hier jetzt beim rechtwinkligen Dreieck. Bei den gleichseitigen Dreiecken ist es eigentlich noch einfacher. Da haben wir ja drei gleiche Seiten. Skizziere ich mal jetzt hier mal kurz schnell. Also wir haben drei gleiche Seiten. Das heißt 60 Grad, 60 Grad, 60 Grad. So, kommen wir dann noch schnell zum gleichschenkligen Dreieck. Das heißt, diese beiden Seiten sind gleich lang. Das heißt, wenn wir c haben, können wir eine der beiden Seiten ausrechnen
Und wie gesagt, durch den Kosinussatz, wobei beide Seiten gleich lang sind, das heißt c Quadrat wäre dann b Quadrat plus a Quadrat, also 2 mal a Quadrat oder 2 mal b Quadrat minus 2 mal a mal b. Das heißt, a mal a ist ein a Quadrat mal Kosinus vom Winkel Gamma. Natürlich wäre das gleiche wie a mal b Quadrat minus 2b Quadrat mal Kosinus Gamma. Da wir wissen, a Quadrat plus b Quadrat und da b Quadrat das gleiche ist wie a Quadrat, ergibt sich hier 2 mal a Quadrat. Das gleiche wie hier, 2 mal a mal a oder 2 mal a mal b. Zweimal die gleiche Länge, also die gleiche Länge zum Quadrat. So. Ja, bei gleichseitigen Dreiecken wollte ich euch noch erklären, wie man die Seiten b und a ausrechnen kann. Dazu zieht einfach die Höhe von dieser Seite c zum Punkt c und rechnet dann über die Höhe diese Seiten b und a aus, wobei dann hier diese Abstände natürlich ein halb c sind. Naja, gut. Die Höhe c kann ich uns noch ausrechnen mit p mal q. Das hier ist p, das ist q. Bei gleichseitigen Dreiecken wird das einfach 1/2c mal 1/2c. Und ja, das war's von mir jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen bei den ganzen Dreiecken, wie man die Seiten ausrechnen kann und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg bei euren nächsten Prüfungen und habt jetzt zumindest die Dreiecke etwas besser verstanden. Und ja, das war's von mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Üben und auf Wiedersehen.